Wichtigste, was du erstmal brauchst dafür, sind fitte Beine. Und deswegen zeigen wir dir jetzt bei Alach.tv, wie du deine Beine richtig fit machen kannst. Als erstes kommt unser Alach-Grundstand. Der Alach-Grundstand, das ist Dehnung und isometrisches Krafttraining in einem. So, jetzt fangen wir an, die Beine zu bewegen. Ich zeige dir ein paar Basis-Alach-Schrittarbeiten. Das erste ist der Alach-Zirkelschritt. Da lockern wir unsere Hüfte. Der Alach-Freischritt bringt uns nach vorne zum Gegner. Normalerweise mit deiner Kampfstellung zusammen kombiniert. Damit du dem Gegner keinen festen Punkt geben kannst, bist du ständig in Bewegung. Von hier aus können wir auf Alach-Vorwärtsschritte gehen. Ich bewege mich immer auf den Gegner zu. Das wichtigste Prinzip ist, dass du zum Gegner immer nach vorne gehst. So, diese Sache kann ich kombinieren, später mit Alach-Zickzack-Schritten. Das brauche ich gegen mehrere Gegner und um mich ständig bewegen zu können dazwischen. Das sind ein paar Basis-Schrittarbeiten, um dich fit zu machen, damit du überhaupt erst in der Lage bist, zu treten. Ein gutes Gleichgewicht zu haben, die Muskulatur aufzubauen, um powervoll einen Gegner treten zu können. Es gibt 8 Kicks. Heute zeigen wir euch 3. Und wenn ihr in den Kommentaren nicht so rumtrollt, liebe Mitbewerber, zeigen wir euch nächstes Mal mehr. Viele Kampfsportbegeisterte sind natürlich ungeduldig, aber in Wirklichkeit musst du diese Kicks tausende von Malen üben, damit du in dieser einen Situation, die vielleicht ein einziges Mal in deinem Leben entsteht, in der Lage bist, dich effektiv zu schützen und Alach dein Leben retten kann. Gemäß der Alach K.O.-Methode, die von unserem Grandmaster Sigung Birol-Barış-Özden entwickelt wurde, ist es unser absolut erklärtes Ziel, den Gegner sofort K.O. zu schlagen. Das ist auch unser erstes K.O.-Prinzip. Alles, was du trainierst beim Kampfsport, egal welches System, das alles trainierst du für diese eine Sekunde, in der du den Gegner triffst. Das alles trainierst du, um deine K.O.-Techniken zu perfektionieren. Und beim Alach-Beinkampf bedeutet das eben, den Gegner sofort effektiv K.O. treten zu können. Das ist eigentlich der wahre Kampf. Den Gegner sofort K.O. schlagen mit deinen Alach-Angriffstechniken. K.O. bedeutet ja nicht, dass er ohnmächtig wird oder sowas, sondern K.O. bedeutet, der ist kampfunfähig. Der Mann kann nicht mehr weiterkämpfen. Deswegen habt ihr auch gesehen, diese Angriffe gehen alle auf K.O.-Punkte am Körper. Einmal, ich bewege mich immer selbst, ich gebe dem Gegner keinen festen Punkt und dann, ich treffe sofort Voll-K.O.-Punkte. Seine Gelenke, sein Unterleib, da, wo er schmerzempfindlich ist, wo er sich nicht mehr bewegen oder dir nachlaufen kann. Das ist dein Ziel, was du als Kämpfer, Kämpferin immer im Auge haben musst. Sofort auf den Gegner drauf, sofort K.O. Ist der Gegner aber in der Lage, mich zu blockieren, dann fließe ich sofort weiter. Wenn der Gegner dich jetzt attackiert, du hast vielleicht nicht aufgepasst, deine Achtsamkeit war gestört, vielleicht hast du einen schlechten Tag, du hast nicht aufgepasst. In dem Moment, wenn sein Angriff kommt, erst dann gehst du hin und setzt deine Beine zu deinem Schutz ein. Das kann entstehen, dass ich den Gegner mit einem Stoppkick sofort aufhalte. Das ist auch ein Treffer. Ich treffe dann nicht mehr das eigentliche Ziel, den Unterleib, die Gelenke, sondern ich treffe sein Bein da, wo es mir entgegenkommt. Und wenn das auch noch so gesehen von dir verschlafen wurde, wie gesagt, was nicht passieren soll, aber ihr seid alle Menschen, es kann passieren natürlich. So, erst dann setzt du deine Beine als Technik an, leitest den Gegner weiter und triffst ihn dann mit deiner Folgetechnik. Jetzt gibt es viele beliebte Kicks beim Kampfsport, die werdet ihr bei uns beim Alach überhaupt nicht finden. Wir erklären euch auch, wieso. Viele Sachen, die ihr in Filmen seht, die funktionieren im Film ganz hervorragend. Das ist doch klar, es ist Film, es sieht auch toll aus. Auf der Straße wird das nicht funktionieren. Auch ein Bruce Lee, auch ein Jean-Claude Van Damme, auch vielleicht, wenn wir in die Moderne mal gehen, ein Scott Adkins. Das sind alles Leute, die können super treten im Film, aber in einem realen Zweikampf wissen diese Leute ganz genau, dass ausschließlich tiefe Kicks funktionieren. Maximal Höhe Unterleib, Knie, Schienbein, Sprunggelenk. Eben auf diese K.O.-Punkte. Jeder gute Kämpfer weiß das. Die Sachen, die ihr jetzt seht in Filmen, das sind Showsachen. Aber leider ist heute so, nicht alle Kampfsportler erkennen das, sondern Kampfsportler sind oft mehr damit beschäftigt, Filme nachzuspielen, als richtigen, realen Zweikampf zu unterrichten. Kommen wir jetzt zu den Vorteilen unserer Alach-Kicks. Die wichtigste Sache ist, die Alach-Kicks funktionieren im Kampf. Es ist real, es ist logisch und du kannst es einsetzen. Und es haut den Gegner oder tritt den Gegner sofort K.O. Die zweite wichtige Sache ist, jeder Mensch kann das lernen. Gemäß unserer Alach-Humanmechanik, die von unserem Sigung, sie vom Meister Birol-Barış-Özden entwickelt wurde, kann jeder Mensch diese Bewegung lernen. Du kannst nicht hochtreten automatisch. Nicht jeder Mensch kann das. Aber einen Alach-Kick 2 oder 3 kann jeder Mensch geben. Jeder Mann, jede Frau kann diese Sachen lernen. Du kannst das sogar in engen Hosen oder in einem Kleid oder in einem Rock oder sogar mit hochhackigen Schuhen machen. Diese Sachen funktionieren immer. Die dritte Sache ist, du hast immer deine Körpermasse dahinter, wenn du trittst. Und dann
sind diese Sachen schattenlos. Schattenlos bedeutet, dass du diese Kicks niemals kommen siehst. Der ist plötzlich da, der trifft dich.